Noch einer on me. Scheiße, zu zweit. Von 100 Seiten gefightet, Alter. Sehr, sehr gute Dinge. Verbesserte. Sehr, sehr gute Verbesserte. Let's go. Wichtig und wunderschön. Ja, Freunde, wie versprochen, heute das Video zu den Titanium Trials Klassen, denn ich denke, das ist ein Modus, den viele von euch spielen wollen und da auch die Wins holen wollen. Ganz kurz, vielleicht habt ihr das letzte Video nicht gesehen. Es gibt ja den neuen Modus Titanprüfung in Ausdauer und ich denke, viele von euch wollen den spielen einfach, um hier diese flüssiges Metall-Tarnung zu bekommen oder um auch hier Titanchrom-Tarnung zu bekommen oder um die geheime 20-Win-Tarnung zu bekommen, Skynet. Wer sich da noch krass dafür interessiert, der kann gerne das Video von davor gerne schauen. Das ist vom Freitag, da habe ich das alles erklärt. Jedenfalls geht es hier darum, dass man ja eine gewisse Anzahl von Wins schaffen muss, und zwar 4 Stück, um unter anderem eben diese Tarnung zu bekommen. Und das ist eine Menge, denn der Modus ist sehr, sehr verschwitzt. Und ich denke, dass viele von euch nicht so easy 4 Wins in diesem Modus holen werden. Und ich denke, dass eine gute oder wichtige Voraussetzung ist, dass man eben gute Teammates hat. Falls ihr das nicht habt, dann ja, kann ich euch gerne mal den Warzone.de Discord in der Videobeschreibung verlinken. Da könnt ihr drauf gehen und da gibt es so einen Text-Channel, der heißt Spielersuche. Da könnt ihr, wenn ihr wollt, auch gerne mal reinschreiben, so hey, ich bin alleine oder zu zweit oder sowas. Wir suchen für dann und dann Mitspieler. Könnt ihr gerne mal abchecken. Da sind einige von meinen Zuschauern auch drauf, die das Warzone.de Projekt ja quasi mitverfolgen. Und deshalb denke ich mal, da wird man auf jeden Fall den einen oder anderen guten und korrekten Spieler finden. Falls ihr allein sein solltet oder ja eure Freunde da keinen Bock oder keine Zeit drauf haben. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung, ne? Ein gutes Team. Da muss man natürlich den Modus einfach ein bisschen anders spielen. Aber eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung sonst noch, was viel, viel wichtiger ist als sonst in normalen anderen Modi, sind halt die Klassen, ne? Wenn ihr hier natürlich mit schlechten Waffen spielt, dann wird das noch schwieriger, dann einen Win zu holen, als wenn ihr eben mit guten Waffen spielt. So, ne? Ich würde auch behaupten, dass in Titanium Trials und Iron Trials man einfach ein bisschen andere Klassen, andere Waffen spielt. Und deshalb habe ich auch ein bisschen was ausprobiert und ich habe so zwei Klassen gefunden, die mir am besten gefallen. Das ist einmal die STG mit der Armagera und das ist einmal die Roboter mit der Armagera. Wieso, weshalb, warum diese beiden Waffen, ist jetzt nicht die Ultra-Meta eigentlich im normalen Battle Royale-Modus. Aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, dass man eine Waffe hat, mit der man easy die meisten Shots treffen kann, also relativ wenig Rückstoß. Da muss die Time to Kill auch noch ganz gut sein, ne? Das ist nicht das Ausschlaggebendste, aber die muss auf jeden Fall ganz gut sein. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, man muss relativ schnell nachladen können, damit man eben direkt den nächsten Gunfight direkt wieder eingehen kann, weil man braucht schon relativ viele Schüsse, um hier jemanden zu downen, zu knocken und dann eben auch zu finishen, auch wenn das Finishen immer übel schnell geht, weil man ja nur 100 Leben hat. Aber Munition ist auf jeden Fall so eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Deshalb, ja, fallen so Waffen weg, die halt kleine Magazine haben oder relativ lange nachladen, für meinen Geschmack. Natürlich könnt ihr spielen, was ihr wollt, so, ne? Das ist nur meine persönliche Meinung. Und da bin ich die meisten Sturmgewehre durchgegangen, auch ein paar LMGs, aber da ist halt immer so das Problem, ihr ladet halt unfassbar lange nach und wenn ihr da mal nachladen müsst und in einer brenzligen Situation seid, ist das eben beschissen. Deshalb bin ich die meisten Sturmgewehre durchgegangen und mir sind da zwei, ja, sehr praktische Waffen, die nicht mal die krasseste Time to Kill haben, aber einfach für den Modus ganz gut geeignet sind, aufgefallen. Das ist einmal die Roboter und wie gesagt schon die STG. Anfangs habe ich eigentlich nur die Roboter gespielt und die gefällt mir für den Modus tatsächlich auch am besten. Ich kann es euch gar nicht so ganz beschreiben, wieso, weshalb, warum, aber einfach diese Kombination aus, ihr habt das große Magazin, ihr habt relativ wenig Rückstoß, ihr habt nicht die allerbeste Time to Kill, aber eine ganz gute Time to Kill Zone und ja, könnt damit einfach immer
zuverlässige Kills machen, sage ich mal. Auch wenn es, wie gesagt, nicht die stärkste Waffe im Spiel ist, ist einfach sehr praktisch, sehr einfach zu spielen auch. Also wird jeder von euch hinbekommen. Genauso auch das gleiche bei der STG. Und bei der ist auch krass, die lädt extrem schnell nach. Ne? Also wenn man dieses 50-Schuss-Magazin da drauf spielt, dann lädt die extrem, extrem schnell nach. Natürlich, wie gesagt, spielt, was ihr möchtet, aber bestes Beispiel, so eine Cold War AK hat halt extrem viel Rückstoß. Ne? So eine Bar schießt einfach zu langsam für den Modus und lädt auch relativ lange nach, meiner Meinung nach auch nicht so gut. Die Krieg hat auch irgendwie einen komischen Rückstoß, auch wenn die eigentlich ganz easy zu spielen ist, so ne, aber auch nicht so eine krasse Time to Kill und so weiter und so fort. Ja, es gibt einfach viele Waffen, die meiner Meinung nach hier nicht so hundertprozentig einfach in den Modus passen und deshalb sind es meiner Meinung nach die STG und die Roboter. Ich habe hier auch mal die Ridley ausprobiert, aber die hat auch für den Modus meiner Meinung nach zu viel Rückstoß, weil ihr müsst einfach die meisten Shots treffen. Das ist nicht so, dass ihr mal irgendwie 4, 5, 6, 7 Kugeln treffen müsst, sondern eher halt so 10 bis 15. Und da ist es halt schon sehr, sehr wichtig, dass die Waffe auch wenig Rückstoß hat. Und dazu dann auch die Amagera. Ich würde sagen, wir fangen an mit meiner STG-Klasse. Das ist meine aktuelle STG-Klasse. Die habe ich auch 100 Mal umgebaut, muss ich sagen. Da könnt ihr auch gerne noch ein bisschen variieren, wie ihr die spielen wollt. Beispielsweise, wenn euch das zu viel Rückstoß ist, könnt ihr hier den Konstanz-Taktikschaft ändern durch den Präzisions- oder Beschwertschaft. Dann habt ihr weniger Rückstoß, aber der Taktikschaft gibt euch ein bisschen mehr Gehgeschwindigkeit beim Zielen, was ich für den Modus ganz nice finde. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wahrscheinlich würde ich hier eigentlich den Präzisionsschaft spielen nochmal. Das ist nochmal ein bisschen ja, besser, was Rückstoß angeht. Und bei Extra 1 könnt ihr euch auch dazu entscheiden, ob ihr hier Akrobatik mitnehmt für nochmal mehr Movement Speed, was natürlich sehr geil ist, oder Fingerfertigkeit für nochmal schneller nachladen, was auch sehr, sehr nice ist. Aber mit dem 50-Schuss-Magazin habt ihr erstens schon ganz wenig Rückstoß und ihr ladet auch relativ schnell nach, deshalb geht das auf jeden Fall klar. Das ist die flüssiges Metall-Tarnung, die ihr bekommt bei 4 Wins. Wir sind aktuell, beziehungsweise ich mit meinem Account, bei 10 von 20 Wins. Die Skynet-Tarnung ja, wird dann hoffentlich auch bald freigeschaltet. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Gibt es bestimmt auch dann ein Video zu, deshalb ja, könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen und ein Abo da lassen, falls ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr das Video auch nicht. Und das hier ist meine Roboterklasse, an der ist eigentlich auch alles relativ Standard. Das Einzige, was euch hier eventuell wundern könnte, ist hier dieses Visier. Normalerweise ist ja Standard hier das SVT mal 3x6, aber auf der Roboter, fragt mich nicht wieso, finde ich dieses M38 2,5er Visier übel nice. Auf allen Waffen finde ich es scheiße, aber auf der Roboter finde ich es irgendwie einfach nice. Ich weiß noch ganz genau, das habe ich mal bei Futzen gesehen, bei Denno. Liebe Grüße gehen raus. Und dann habe ich es ausprobiert und ich konnte es irgendwie voll verstehen, dass Leute das gefeiert haben. Weil, ich weiß nicht, irgendwie passt das ganz gut meiner Meinung nach. Und dann kann man hier noch das Fadenkreuz ändern zu dem Fadenkreuzpunkt heißt das, genau, ja. Dafür braucht man 250 Kills mit dem Fadenkreuz und das ist dann nochmal ein bisschen cleaner und gefällt mir richtig, richtig gut. Deshalb, ja. Das ist auf jeden Fall die Roboterklasse. Wie gesagt, ansonsten ist die relativ Standard hier. Übrigens auch der Lauf, weil das der einzige ist, der ja richtig, richtig gute Rückstoßkontrolle euch gibt. Der Scharfschützenlauf gibt euch zwar viel mehr Bullet Velocity, was auf Range geiler ist, aber ihr braucht den 600er Lauf, damit die vom Rückstoß her auf jeden Fall klar geht. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig. Genauso wie auch hier der gepolsterte Schaft für nochmal bessere Präzision und Rückstoß bei Dauerfeuer. Auch sehr wichtig. Und so geht die auf jeden Fall ab. Ihr habt ja in den Gameplay-Szenen am Anfang auch ein bisschen gesehen, ne? Kann man auf jeden Fall easy spielen. Das in Kombination mit der Amagera. Ich glaube, die muss ich aber umbauen, die Klasse. Ich habe mir hier auch Gedanken gemacht, welche SMG könnte man in dem Modus am besten spielen und viele haben einfach das Problem, dass sie relativ schnell leer geschossen sind, dass man damit nicht so viele Kills und Finishes mit einem Magazin machen kann. Dann braucht man relativ lange, um nachzuladen. Man hat eventuell kein gutes Movement Speed und so weiter und so fort. Und die Amagera verbindet einfach, ja, die besten Eigenschaften, würde ich einfach mal sagen. Hat mit die beste Time to Kill ein großes Magazin mit 72 Schuss. Der einzige Nachteil ist, das Movement Speed ist nicht so krass mit der, wie beispielsweise mit einer Blixen. Aber die Blixen hat so eine langsame Feuerrate, dass das echt für Titanium Trials meiner Meinung nach schlecht ist. Weil wenn ihr da zwei, drei Kugeln daneben schießt, dann wird die Time to Kill deutlich, deutlich schlechter. Und bei der Amagera mit der hohen Feuerrate ist es auch mal okay, wenn ihr ein paar Kugeln daneben setzt. Deshalb, ja, auf jeden Fall Amagera. Und keine Ahnung, ob die richtig gebaut ist hier. Letzter Lauf, stimmt, ja. Und beim Schaft kann man sich so ein bisschen entscheiden, ob man hier den Faltrahmen oder den Skelettschaft mitnehmen möchte. Der Skelettschaft gibt euch ein bisschen mehr Movement Speed im Visier und der Faltrahmen mehr Movement Speed generell. Ne? Also ja, wie ihr da Bock drauf habt, das könnt ihr spielen, wie ihr wollt. Aber das sind meiner Meinung nach die zwei besten Aufsätze beim Schaft.
Und der Rest ist eigentlich relativ easy, bis auf verlängert muss man hier eigentlich nicht spielen, sondern Unterschall finde ich eigentlich ein bisschen besser, da wird man auf der Map nicht angezeigt. Und der letzte Lauf gibt euch noch ein bisschen bessere Time to Kill, der 550er Lauf gibt euch dafür übel krasse Recoil Control, damit hat man überhaupt keinen Rückstoß, aber ihr wollt die ja für Close Range benutzen und ihr habt ja noch ein Sturmgewehr dabei, deshalb finde ich ist der letzte auf jeden Fall besser und da verliert ihr nicht so an Movement Speed, weil wenn ihr den fetten 550er Lauf mitnehmt, habt ihr zwar keinen Rückstoß mehr, was sehr geil ist und sich übel nice anfühlt. Ihr habt aber auch gar keinen Movement Speed mehr, ne? Weil ihr hier noch den Nachteil Bewegungstempo habt. Und das fühlt sich dann echt an wie so ein fettes LMG zum Teil. Und deshalb hier der 570er Lauf. Klar könnt ihr auch hier einen ganz kurz mitnehmen, aber dann habt ihr ganz, ganz viel Rückstoß auch. Und ich denke für die meisten, vor allem weil viele von euch Konsole spielen, ist das dann nicht mehr so geil. Deshalb ist das meine Amagera-Klasse. Vital hier auf jeden Fall auch für die bisschen bessere Time to Kill noch. Und ja, das ist meine Amagera-Klasse. Ich spiele gar keine andere SMG in dem Modus, nur die Amagera und dann Primärwaffe mal Roboter, wenn ich Bock drauf habe und mal STG, wenn ich Bock drauf habe. Die Perks, auch ganz wichtig für die Klasse, denke ich. Kaltblütig, denn sehr, sehr viele Leute spielen den Modus Kampfspeer, was sehr, sehr stark ist, weil ja, viele Leute werden dann halt durch Wände euch ja zusprayen und so. Und da ihr nicht unbedingt Winden braucht, weil ihr nur 100 Leben Base habt und euch das nicht so viel bringt dann in Titanium Trials, wo ihr nur diese 100 Leben habt, wie in Standard im Vergleich halt 150, wo das Verhältnis Platten zu normalem Leben halt ganz anders ist, da ist Winden stark, aber ich finde das in Titanium Trials nicht gut. Deshalb kaltblütig meiner Meinung nach wichtiger. Overkill logischerweise, um zwei Waffen mitzunehmen und Kampfspeer, um es natürlich selbst auszunutzen, ne, weil es halt unnormal stark ist, das Perk. Semtex, ja, as usual eigentlich, ne, hier könnt ihr zwar spielen, was ihr wollt. Wurfmesser finde ich nicht so smart, weil, ja, macht nicht so viel Schaden und zum Finishen braucht ihr es nicht unbedingt, weil die Leute auf dem Boden haben nur 100 Leben, die sind instant gefinished, da braucht ihr wirklich 2-3 Kugeln nur. Deshalb, das lohnt sich eigentlich auch nicht mitzunehmen. Deshalb Semtex meiner Meinung nach die beste Wahl. Und Betäubung, beziehungsweise eben hier Stunts, finde ich auch besser als Stim in dem Modus, denn hier ist es ja wirklich so, dass ihr nur 100 Leben habt und die Stim wird euch in den allerwenigsten Situationen da was nutzen, denn wenn ihr schon kein Shield mehr habt, wo das ist die einzige Situation, wo die Stim euch in einem Gunfight was bringt, außer was Movement Speed angeht. Ist natürlich geil, der Vorteil, ne? Aber ist ja auch nicht mehr so krass. Und das hilft euch so, so selten. Wenn es umgekehrt wäre, wie damals in Iron Trials, wo ihr 250 Leben Base hattet, da wäre Stim wieder unfassbar stark gewesen, aber in dem Modus eher nicht so. Und ja, dann tendiert man oft dazu, sich auf die Stim zu verlassen, statt sich zu platen. Und deshalb, ja, Betäubung meiner Meinung nach da stärker. Und das war es auch schon mit der Klasse eigentlich, ja. Ich hoffe, damit könnt ihr den ein oder anderen Win reinfahren und hier, ja, hoffentlich auch die flüssiges Metall-Tarnung euch erspielen und wer weiß, vielleicht ja auch die Skynet-Tarnung. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich werde noch ein Video zur Skynet-Tarnung da machen, wenn ich sie frei habe. Ja, 10 Wins fehlen mir noch. Könnt ihr gerne auch ja, live im Stream mitverfolgen. Fast jeden Tag ab 10.30 Uhr live geben wir uns ja diesen Grind in den Lobbys, die auf jeden Fall sehr, sehr tough sind, wo sehr, sehr viele eben auf den Win gehen und sehr viele Leute auch zusammen stickt spielen und so. Deshalb, wie gesagt, die Klassen umso wichtiger. Ich wünsche euch viel Spaß im Modus, viel Erfolg und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.